Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Assassin's Creed Unity. Ja Leute, mal weiter an dieser Stelle. Ich habe mir überlegt, ich will mal ganz schnell hier gucken. Einerseits würde ich gerne Heiltränke auffüllen und dann würde ich mal wegen Fähigkeiten schauen, ob wir vielleicht unsere Schlossknackfähigkeit schon erhöhen können. Da muss man einfach mal gucken. So, alles auffüllen davon bitte. Jupp. Und da gehen wir nochmal zurück zu Fähigkeiten. So. Wir sind übrigens dann gleich wieder bei der Hauptmission, also das ist nicht weit weg. Gesundheit, nee, das wollte ich nicht. Hat auch keiner Hachi. Ich sollte die Witze lassen. bei Schleichen war das, glaube ich, gewesen, ne? Na, guck mal hier. Verbesserte Schlossknackerfähigkeit. Das würde ich einfach mal mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch mal eine rote Truhe aufbekommen. Ne? Und da bin ich immer gespannt, was dann so drin ist. Es hat jetzt auch jemand die Kommentare geschrieben. Ich bin jetzt natürlich mal ein bisschen vorproduzieren und deswegen ein bisschen hinterher. Ich lese mir aber trotzdem alles durch. Wer sind die Revolutionäre? Ich auch den erstmal mitgeben. Okay. Hatte jemand geschrieben, dass wenn man in dem Theater da, ne, was man da selber ausbauen kann und so, wenn man da alle 4 Missionen löst, plus wenn man das komplett upgradet, macht man alle 20 Minuten 8000 Francs. Also das würde sich schon lohnen, das irgendwie mal noch in Angriff zu nehmen, weil so kann ich mir dann doch eher vorstellen, dass man sich mal noch schneller coole Sachen holen kann. So, in 45 Meter, ich glaube, ich gehe einfach mal in diesen Hof hier rein, oder? Das ist ja keine Sperrzone oder so. Also das würde ich irgendwann nochmal versuchen, in Angriff zu nehmen, dass man das Theater dann vielleicht noch ein bisschen theatrö. Ein bisschen upgraden. So, hier geht's nicht lang. Wartet mal eben. Ich glaube, ich muss außerhalb von dem Haus da wahrscheinlich irgendwie, ne? Kann ich mir vorstellen. Mal runter hier bitte. So. Ach, hier in dem Hof wird das wahrscheinlich sein. Oh, wir sind diese Hundi. Aber irgendwie haben die alle die gleichen Hunde. Wir hatten mal ganz früher hatten wir einen Beagle. Aber hier habe ich noch keinen Beagle gesehen. Das sind aber niedliche Hunde. So, Templerüberfall. Elise ist im Begriff, in einen Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor dieser Untat gewarnt werden. Belohnung maßgeschneiderter mittelalterlicher Umhang. Jo, leg mal los. Elise! Scheint nicht da zu sein. Verdammt! Wie war das? Hotel Voisin? Merde. So gut, zum Hotel, was sollen wir, wie das hier sollen wir jetzt machen? 120 Meter, ne? Ach komm, hier, lass mal den Aufzug benutzen, der ist cool. Yeah. Jo. Ui, das hat sogar Sinn gemacht, Leute, guckt mal. Da drüben trinken sie gerade Kaffee. Lasst euch von mir nicht stören. Lasst euch den Kaffee ruhig schmecken, ist ja nichts Ungewöhnliches dabei. So, davon ist jetzt grüner Kreis, okay. Töten, verteidigen, töten, töten, töten. Scheiße. Wie hätten wir? Oh, noch einer. So, 3 Ziele sollen wir töten, so wie es aussieht. Mach mal harter Schlag, bitte. So. Sehr gut. Alter, weil wir nochmal aufsteht, ey, unglaublich. Ja, hier sind auch noch welche. Das war ein toter Winkel, Alter. Harter Schlag, bitte. Das war nix. Nochmal. Komm mal. Aber ich muss sagen, der Schaden, der lässt echt zu wünschen übrig, ein bisschen von dem Stäbchen hier. Was für eine stylische Waffe. Ich glaube, ich werde danach mal wieder ein bisschen auf den Streitkorb wechseln. Auch wenn die da nicht sterben. Alter. Konnte? Auch wenn die da nicht sterben, aber sie liegen halt sehr viel schneller auf dem Boden. Und das ist ja letztendlich mein Ziel. Dass die kampfunfähig sind. So, hätten wir. Hier ist noch einer. Können wir ja mal einen Kopfschuss probieren. Achtung. Naja, der bewegt sich übrigens doll. Okay, er ist down. So gut. Hey! Okay, alles klar. Was geht hier vor? Jetzt drauf. Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre es dir später. Na gut, er folgt mir, da werden Dame mal. Elise, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Also. Elise verteidigen sollen wir immer noch. Durch hier. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Okay, wissen die schon, wo ich bin? Kann ich die vielleicht cool überraschen oder so? Ich bin auch ein Gentleman, oder? Du bist drauf jetzt hier. So, einen haben wir schon mal. So, jetzt den noch. Hammer, harter Schlag bitte. Harter Schlag. So. Also richtig viel bringt das halt auch. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Ich werde dann auf jeden Fall mal die Waffe wechseln. Scheiße. Alter!
Okay, jetzt reicht's mir aber langsam. Meine Fresse. So. Wartet mal eben. Charakteranpassung. Ausrüstung. Waffen. Einhändig. Wir gucken mal. Vielleicht sieht es ja auch an Gegnern einfach, dass sie so viel aushalten. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Streitkolben mehr Schaden gemacht habe. Auch wenn die nicht ganz so stylisch ist, die Waffe. Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Okay. Dum, 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 dum. Bloß gut, dass wir ja schon mal oben waren, aber egal. Jo, da ist der Ausgang. Und wir sollen jetzt aus dem Labyrinth entkommen. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie der Weg hier geht. Also hier links sollten wir... das ist schwierig hier. Wie kommen wir hier wieder raus? Ich guck gerade. Wenn wir die Tür aufbekämen vielleicht. Ich habe jetzt Schlossen geskillt. Schloss knacken geskillt. Wir können es auch überprobieren. Oder wir gehen hier außen lang. Wer hat gesehen, was hier los war? Das wird auch gehen. Ich probiere mal gucken, wie schnell sich die Tür jetzt bewegt. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Das wäre der direkteste Weg. Wow. Was macht ihr denn hier? Das ist meine patriotische Pflicht. Alter, das sind übrigens viele. Na, guck mal, die fallen jetzt viel schneller. Großartig. Scheiße, halt Hank. Rauchbombe bitte. Oh ne, das war keine Rauchbombe, egal. Haut ihn einfach zum hier. Ja, viel, viel besser. Viel, viel besser. Die sterben zwar nicht. Uiuiui. Konne? Alter. Das reicht mal bei uns, ja. Also. Oh nein! Kommen jetzt noch mehr, oder was? Hilft dir mal. So gut. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal Ruhe. Ich plünder mal eben schnell. Ne, wie gesagt, die sterben zwar nicht, aber ich meine, die liegen ja trotzdem auf dem Boden und machen nichts mehr. Passt doch. Wie kommen wir hier wieder raus? So. Ich versuche gleich mal die Tür zu öffnen, Schätzelein. Warte mal ganz kurz. Vielleicht so rum. Plündern kann ich die doch trotzdem, oder? Ja, guck mal, es macht überhaupt keinen Unterschied. Also. So. Fächer. Hier könnte man auch lang? Ah ne, von hier sind wir gekommen. Ich versuche jetzt erstmal die Tür zu öffnen. Aber es sind halt drei solche Dinge. Mal gucken. Das ist so ein Witz, oder? Das kann ich vergessen, Alter. Vor allem drei Dinger muss ich da aufmachen. Okay, wir gehen jetzt einfach hier lang und hoffen, dass das irgendwie hinhaut. Es gab auf jeden Fall auch einen Weg hier lang. Hier ist erstmal keiner. Wie kommen wir hier wieder raus? Hier ist eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Ich nehme jetzt wahrscheinlich jede mit. Ich weiß nur, dass es hier auf jeden Fall einen Weg gab. Hey. Alles klar bei dir? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so dolle. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Irgendeine Idee? Ach, jetzt nerven wir bitte nicht. Verdammt! Noch eine Sackgasse! Ich kann überhaupt nichts sehen! Wie kommen wir hier raus? Sie müssen irgendwo hier sein! Ja, da drüben! Nein, wartet! Zwei von ihnen voraus! Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Ich übernehme den? Okay. Alles klar. Was nun? Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus, leise. Okay. Hast du eine junge Frau gesehen? Hätten wir? Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau? Guck mal her hier. So, ja, mal. Da ist noch einer. Eiskalt, ey. Krass. Warte, schützen. Ich sehe sie. Ach du Scheiße. Vielleicht hast du vom Dach aus besser. Okay, ich geh nach oben. So. Was sind das denn für Leute hier? Okay, das sind nur Zivilisten. Alles klar. So. Hätten wir. Und da ist aber auch noch einer. Nee. Ach, halt doch mal bitte deine Klappe. Ich komme schon zu dir. Wo ist denn der? Ja. So. Oh nein, da ist ja noch einer. Hier unten, ne? Das war der letzte von ihnen. Okay. Lass uns verschwinden. Alter. Ladebildschirm. 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 Sie können nicht weit sein. Findet sie. Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten.
Sehr, sehr cooler Spruch auf jeden Fall. So, die Sucher töten. Alle. Nee, aufgeschlossen. Okay, wir sollen weg, oder? Den Schurken entkommen, alles klar. Alter. Okay, weg hier. Durch den Zaun kann er doch nicht schießen, oder? Okay, ich nehme einen Heiltrank, Leute. So. Das müsste eigentlich das Problem lösen, oder? Will ich das einfach mal schätzen. Das sieht gut aus. So. Hätten wir. Cool. Silbernes Achievement. Wow. Erinnerung abgeschlossen. Ja, die war ja ganz cool gewesen, die Mission. Das mit dem Labyrinth fand ich ziemlich witzig, muss ich ehrlich sagen. War echt witzig gewesen. Jo, Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Haben wir ganz kleinen Cut gesetzt. Ist aber nichts passiert oder so. Ich bin gerade unterwegs zur nächsten Hauptmission. Und wir haben auch immer noch 200 Meter vor uns, also. Okay, wir müssen, glaube ich, wieder zum Assassinenrad, so wie es aussieht. Wir können ja mal ganz schnell, wenn das jetzt wirklich da ist, ins Theater machen. Und das Upgrade. Aber mal gucken. Ist das überhaupt hier? Guck mal eben Karte. Ja, hier ist das Theater, glaube ich, gewesen. Okay, dann machen wir erstmal ins Theater. Nur ganz schnell noch ein bisschen Geld rein investieren, sodass wir das upgraden, sodass wir dann noch ein bisschen mehr Geld rausziehen können aus dem Ding. Ich hoffe, wir haben die Kohle dafür. Schauen wir einfach mal. Okay, wir sind richtig. Bin ich ja richtig überrascht, dass es hier keinen Ladebildschirm gibt. Interagieren. Journal, okay. Ach halt, für die, die es interessiert, scroll ich nochmal durch. Geh bitte weg. So, jetzt. Geh bitte weg. Geh bitte weg, du komischer Datenbank-Eintrag. So, jetzt. Meine Fresse. So, hätten wir. Alles klar, so, ich gucke mal. Hier müssen wir hin. Da, wo es grün ist. So. So, hier lang. Das ist sogar hier im Erdgeschoss. Ich dachte, das wäre in der oberen Etage. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. So, hier. Arbeitszimmer des Intendanten. Nein, sicher nicht. Sich rum. So. Ich denke, das Feuer in den Öfen muss geschürt werden. Dann leg mal los. So, Erdgeschoss haben wir ja schon. Wie haben wir denn 250? Okay, also das kann ich immerhin noch machen. Die Halle. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Okay. So, hätten wir. Ja, Raum ist verfügbar. Halle. Okay. So, raus bitte. Guten Morgen, Monsieur. Dum, 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 dum. Leider, weiß ich jetzt nicht genau, in welchem Raum das jetzt war, wo jetzt was verfügbar geworden ist. Das Ding ist nämlich ziemlich groß. Schau ich dann später. Ja. Oh krass, Leute, hier ist wirklich immer mehr los. Guck mal. Richtig gut besucht schon. Mal sehen, wie viel wir jetzt pro Stunde machen. Wahrscheinlich so 40 Franken oder so, oder was heißt pro Stunde, aber. Ja, davor haben wir immer in 20 Franken-Schritten verdient und jetzt werden wir wahrscheinlich über 40 Franken-Schritte machen. So gut, und ich sehe auch gerade, ich muss auch hier hin. Alles klar, okay. Na dann machen wir weiter. Auf geht's. Oh, 1. April. Die keuschen Brüder von Saint-Michel öffnen ihre Tore für alle Pariser Bürger, die in Not haben. Sie geben ihnen zu essen. Also, du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein.
Ich traue den Assassinen nicht. Natürlich passiert es dann, dass einige in die Massenverhaftung von Vagabunden und Schlägern geraten. Nun, vertraust du mir? Meine Meinung, aber wer eine Achtjährige auf dem Weg zum Katechismus... Ich habe mich nicht verändert, Alice. Lustmolch unterscheiden ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Das wird interessant. Angebot könnte übertrieben sein. Das wird auf jeden Fall interessant, Leute. Lade, Bildschirm, Ladebildschirm, geh weg. Das ist furchtbar mit dem Ladebildschirm. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Ich mag die Elise. Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Alles in Ordnung, mein Freund? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Arnaud! Jo, war ein bisschen am Knistern die Stimmung so, ne? Das war interessant. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, genau so meine ich. Willst du mich hier? Mirabeau wird sie schon. Ich will mich nicht von euch umschubsen. Das ist dein Haus. Glaubst du wirklich, er weicht, wer die Unruhen. Ich sage euch, er kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafrenière. François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum. Folgen? Elise! Ach ja, die Frauen. Wenn man nicht aufpasst, dann rennt sie weg, Leute. Wo fliegst du denn hin?